Von mir als Forschendem wird natürlich viel erwartet, dass ich alle meine Zeit und meine Fähigkeiten der Wissenschaft widme. Ich habe ja auch natürlich eine hervorragende Ausbildung erhalten und das schafft mir natürlich relativ viele Freiheiten. Ja, das befähigt mich, mich mit vielen spannenden Fragen zu beschäftigen, aber es ist natürlich auch ein Joch, eine Verantwortung, die damit einhergeht, jetzt das entsprechend natürlich auch nutzbringend umzusetzen. Aber dieser Verantwortung stelle ich mich auch. Es wird von mir erwartet, dass ich wirklich meine Zeit und alle meine Fähigkeiten der Forschung widme und mich der voll und ganz verschreibe. Und wann ist dann also noch Zeit für Wissenschaftskommunikation? Naja, Wissenschaftskommunikation ist in dem Sinne ein Stück weit ein Hobby und ich habe ja auch schon dargelegt, dass das mitunter die wissenschaftliche Karriere ja auch stimulieren kann, dass man auch sich nützliche Fähigkeiten aneignet, die gerade für interdisziplinäre Forschung nützlich sein können. Insofern versuche ich, was das betrifft, das Ganze zu vereinen und zu vereinbaren. Und weil ich eben diesen Enthusiasmus habe für die Wissenschaft, ja, auch mein Tag hat nur 24 Stunden.